Bei den Bauernprotesten gingen Landwirte, Handwerker und Gastronomen Seite an Seite. Nun will sich ein Verein gründen, der den Forderungen des Mittelstandes mehr Nachdruck verleihen soll. Mehr dazu hört ihr gleich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 7. Februar. Ich bin Kirsten Stünke und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Schleswig-Holstein stellt sich bei der Krankenhausreform quer. 4-Tage-Woche, eine Behörde zieht Bilanz. Und Aufruhr um Brief für Habeck. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Die Landwirte haben mit ihren Protesten zwar für Stillstand auf Deutschlands Straßen gesorgt, aber vielleicht haben sie einiges in Bewegung gebracht. Denn sie scheinen auch anderen Berufsgruppen aus dem Herzen zu sprechen. Auch viele Handwerker und Gastronomen waren mit ihnen demonstrieren. Aus dem Protest wird nun ein Verein für alle gegründet. Am 9. Februar ist der offizielle Gründungstermin. Hashtag Mittelstand-Community soll er heißen. Den Anstoß hat Lorenz Noth von Noth Gebäudetechnik gegeben. Meine Kollegin Susanne Otto hat mit ihm gesprochen. Susanne, wie hat die Vereinsgründung ihren Anfang genommen und wer ist eigentlich noch dabei? Am Neujahrstag nimmt das Ganze seinen Anfang und zwar mit einer WhatsApp von Elektriker Lorenz Noth an Tischler Tim Göbel. Die beiden waren sich einig, dass unbedingt was passieren muss und dass das Handwerk auch aufstehen soll. Es wurde deswegen eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die hieß das Handwerk Gastro und Co. Und die war sage und schreibe in 24 Stunden total dicht mit 1024 Mitgliedern, sodass neue Gruppen gebildet werden mussten. Ganz schnell hatten sich dann mehrere tausend Menschen zusammengefunden, die alle Interesse an dem Thema haben. Neben Noth und Göbel gehören auch ITler Mike Albertsen und die Landwirte Kühl aus Wasbeck zu den Gründern des neuen Vereins. Bisher zeigen nach Angaben der Vereinsgründer etwa 7000 Menschen, darunter Handwerker, und weitere Interesse. Dazu kommen nach Angaben des Vereins Landschaft Verbindung etwa 4000 Bauern. Den Verein gibt es seit 2020 in Schleswig-Holstein. Er sieht sich als Sprachrohr der Landwirte. Hashtag Mittelstand Community soll ein Dachverband für mehrere Untervereine werden. Auch Landschaft Verbindung wird sich hier unterordnen. Der Verein für alle wurde schnell auf die Beine gestellt. Vom ersten Telefonat bis zur Gründung seien nur 6 Wochen vergangen. Susanne, was treibt denn die Handwerker und Landwirte an? Tja, sie sind alle wütend und wollen, dass die Politik sich endlich ändert. Weniger Verordnung, weniger Bürokratie, das sind die Hauptforderungen. Die Mitglieder von Hashtag Mittelstand Community eint die Sorge um die Zukunft. Und deswegen ist das Interesse an dem neuen Verein nicht nur bei den Landwirten und Handwerkern groß, sondern es haben sich auch Gastronomen angeschlossen, Logistiker, Jäger und Rentner. Das war Susanne Otto aus der Redaktion in Neumünster. Die Gesundheitsversorgung ist in der Krise. Weil immer mehr Kliniken in Deutschland in wirtschaftliche Not geraten, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Krankenhausreform auf den Weg gebracht. In gut 3 Monaten soll das Gesetz mit dem schwierigen Namen, Achtung, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz verabschiedet werden. Es sieht unter anderem weniger Kliniken mit einer höheren Belegung vor. Dafür soll es mehr spezialisierte Häuser mit hoher Fachkompetenz geben. Doch aus Schleswig-Holstein kommt Kritik. Landesgesundheitsministerin Kerstin von der Decken wirft Lauterbach fehlende Zusammenarbeit und Verzögerung vor. Meine Kollegin Magitta Truhe hat sie interviewt. Wie lautet denn ihr Vorwurf genau? Ja, das ist schon ein richtiges Wort Ungetüm. Zu dieser Reform gibt es einen Entwurf, nur der liegt Kerstin von der Decken nicht vor, ebenso wenig ihren Amtskollegen der Länderrunde. Und das verzögert natürlich die Prozesse. Schon im November hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, dass er die Änderungen, die die Länder sich wünschen, einarbeitet und einen neuen Arbeitsentwurf für das neue Gesetz vorlegt. Und das ist bisher nicht passiert. Nun wird zusätzlich um das Transparenzgesetz diskutiert. Die Krankenhäuser sollen dazu verpflichtet werden, Daten für einen Klinikatlas zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sollen sich Patienten über das Angebot und die Qualität der Behandlungen informieren können. Aber Schleswig-Holstein will dem Gesetz nicht zustimmen. Warum denn eigentlich, Magitta? Die Länder hatten schon im November diesem Transparenzgesetz nicht zugestimmt im Bundesrat und den Entwurf in den Vermittlungsausschuss geschickt. Dort wird er nun am 21. Februar nochmal beraten. Das Problem, das die Länder haben mit diesem Entwurf, ist zum einen, dass der Bundesgesundheitsminister für diesen Klinikatlas die Krankenhäuser einteilen möchte in Leistungsgruppen. Das ist ja eine Strukturierung und somit Ländersache.
Gemeinsam mit NRW und Bayern hatte Schleswig-Holstein sogar ein Rechtsgutachten dazu auf den Weg gebracht im vergangenen Jahr, das ergab, dass dieser Eingriff tatsächlich verfassungswidrig ist, gegen das Grundgesetz verstößt. Das klingt, als sei ja noch jede Menge zu klären. Welche Auswirkungen könnte denn der Zwist zwischen Bund und Land haben? Ja, zunächst hat sich der Bundesminister sicherlich viel Vertrauen verspielt auf Seiten der Länder. Somit ist nun doppelt ungewiss, ob es am 22.03. im Bundesrat zur Abstimmung des Transparenzgesetzes kommt. Dazu müsste es ja eigentlich erstmal eine Einigung geben. Danke an Margitta Truhe aus der SH-Redaktion. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Im Hamburger Hafen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Schiffsunglück gekommen. Das Binnenschiff Alster sank aus bisher ungeklärter Ursache. Der 80 Meter lange Frachter war am Kai festgemacht und bekam ab 5 Uhr plötzlich Schlagseite und begann zu sinken. Es hatte 3500 Liter Diesel und 1400 Tonnen Kaliumchlorid, also Salz, geladen. Rund 40 Feuerwehrleute legten vorsorglich Ölsperren aus. Wie groß der Umweltschaden ist, das ist noch unklar. Rund 5000 Quadratmeter des Gewässers wurden mit Diesel verunreinigt. Salz sei wohl nicht ausgetreten. Über neue Arbeitszeitmodelle wird bei uns ja schon länger diskutiert. Immer wieder kommt dabei auch die Vier-Tage-Woche auf. Während die einen glauben, das sei der ideale Weg, um Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bringen, bezweifeln andere, dass man so seine Arbeit schaffen kann. Die Stadtverwaltung Wedel hat es ausprobiert. Sie war im Juni 2023 die erste deutsche Behörde, die das gemacht hat. Und die Bilanz ist bisher positiv. 15 Mitarbeiter hatten das neue Arbeitszeitmodell gewählt. Von ihnen kämen bisher nur gute Rückmeldungen. Sie können ihre Zeit frei einteilen. Eine feste Kernzeit, zu der alle da sein müssen, gäbe es nicht. Teilzeitkräfte könnten jetzt sogar eine 3-Tage-Woche haben. Zur Einschränkung beim Bürgerservice komme es dadurch nicht. Die Stadtverwaltung möchte die 4-Tage-Woche dauerhaft beibehalten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Damit scheinen sie Erfolg zu haben. Eine Frau habe sich explizit wegen der 4-Tage-Woche beworben. Dass Briefpost einen Polizei- und Feuerwehreinsatz auslöst, sieht man auch eher selten. Genau das ist aber im Wahlkreisbüro von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Flensburg passiert. Der Brief lag am Samstag im Briefkasten. Er wurde von der Berufsfeuerwehr Flensburg luftdicht verpackt und von der Polizei sichergestellt. Zur Analyse wurde einmal rübergeschickt zum Institut für Infektionsmedizin am UKSH in Kiel. Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine Büromitarbeiterin, der Brief verdächtig vorkam. Denn im Mai wurde Habeck ein Brief mit einem weißen Pulver zugesandt. Die Mitarbeiterin glaubte bei dem aktuellen Fall, die Schrift wiederzuerkennen. Man stellte aber schnell fest, dass der Brief harmlos ist. Es war ganz schlicht und einfach eine Dankeskarte. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine kleine Warnung für alle Flugreisenden. Heute hat das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften die Arbeiten niedergelegt. Es muss mit Flugausfällen am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg gerechnet werden. Passagiere abgesagter Flüge sollen laut Lufthansa nicht zum Flughafen kommen, weil die Umbuchungsschalter nicht besetzt sind. Die Fluggesellschaft rechnet damit, dass 80-90% der Flüge ausfallen. Keine Ausfälle soll es hingegen bei der Lufthansa-Tochter Eurowings geben. Das war's auch schon wieder. Die nächste Folge gibt's am Donnerstag, den 8. Februar um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlos Anhören. Habt einen guten Start in den Tag.